Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4 Ukos Erben Teil 21. Ja, ich bin hier im. Mal in, wiederholt eine Invasion aus dem Süden. Meistens waren es die Fadliden. Jetzt sind die Nerokotiden die ausschlaggebenden Anführer dieses Angriffes. Ich habe ja auch mal Schlachten gewonnen, aber es ist durchaus nicht ungefährlich. Und hier habe ich gerade verloren. Dann kann ich schon mal die Zeit laufen lassen, während die flüchten und bestellen ein bisschen langsamer. Ich habe mir in der Pause zwischen den Teilen überlegt, ob ich versuche, die Nerokotiden bevorzugt anzugreifen, weil sie selber haben gar nicht so viel Truppen. Und ich hoffe, ihre Kriegsbegeisterung damit zu drücken, um billigeren Frieden zu kriegen, wenigstens das. Gewinnen ist wieder sehr schwierig. Zwar sind diesmal die Mamaluken nicht dabei, die so viel beisteuern, aber Hazar. Ja, also Saudi-Arabien heute wäre das größtenteils. Und ja, die steuern halt einfach die Masse bei unseren Feinden. Aber das wäre was, ich glaube, ja, ich werde mal sehen, wenn die Armeen sich gleich erholen, dass ich hier diese Nerokotiden-Armee schlagen kann. Die Makiden sind hier mitten im Slavonia beschäftigt. Insofern gefährlich ist natürlich immer, dass aus dem Osten Fadliden noch dazukommen. Oh, und da kommen uns die Nerokotiden auch entgegen. Naja, dann lassen wir sie ein bisschen rankommen. Na, wollen die in Richtung Kiew gehen? Da kommen sie nicht einfach vorbei. Oh je, ich brauche schon ein Darlehen. Ja, die Armee muss gerade wieder aufgefüllt werden. Das kostet richtig. Na gut, die rennen hier gerade schön rum und nehmen unnötige Verluste. Soll mir recht sein. Ah, jetzt trauen sie sich wieder Richtung Kiew zu marschieren. Da kommen 37.000 Fadliden. Ich orientiere mich mal Richtung Westen, wo meine Verbündeten sind. Natürlich, wenn eine große Armee von Hazar kommt, kann ich auch nicht viel machen. Ja, jetzt sind sogar da so weit im Norden. Das sind Makiden. Ah, die sind jetzt in der Nähe ihrer makedischen Verbündeten. So muss ich hier was beachten. Oh, wir verlieren unseren Great Power Status. Ja, das kann ich mir denken. Ja, jetzt kommen da die Makiden. Wo waren die eigentlich noch zu Hause?
Wer den da besitzt? Achso, das sind unsere Kerne. In dem Map-Modus, das ist die Kerne, okay. Oh Gott, Hazard hat schon kolonisiert schon Madagaskar. Ach da. Wir haben eine große Armee für ein gar nicht so riesiges Land. Naja, ein Tech-Level über uns. Das wollte ich nur wissen. Niederlausitz wurde für Markiden besetzt. Okay, die gehen mir jetzt auf die Nerven. Berater ist gestorben. Oder ist einer sich selbst finanziert? Möglich. Ah, ich glaube der. Nee. Vielleicht der, der die Unruhe gesenkt hat. Ach, verdammt. Komm noch nicht mehr weg. Immerhin, die haben den Crossing-Malus. Ja, ist aber trotzdem übel. ...27.000 Verluste bei mir. Die 12.500. Jetzt wird Kiew belagert. Die Fadlinenarmee ist jetzt alleine in meinem Gebiet, okay. Frage ist auch, gönne ich mir mal ein paar Söldner? Oh, so. Ja, es geht schnell schon durch die eigene Manpower. Oh, wie ist 5000? Kolumna, versuchen wir es nochmal. Ah, meine Moral ist aber übel niedrig. Ach Gott.
Ach, da haben wir noch Probleme mit der Qualität unseres Eisenerzes. Okay, wir können jetzt ein paar administrative Technik aufholen. Es gibt ein bisschen mehr Produktionseffizienz, also sofort ein bisschen mehr Einnahmen. Metallurgie. Die Prozesse um Eisen. Wrought Iron. Ach, ich weiß nicht, was Wrought heißt in dem Zusammenhang. Wir haben so ein Shipwright. Geschmiedetes Eisen wohl. Ja, auf jeden Fall war unter kontinuierliche Verbesserung von frühem 17. Jahrhundert an. Und die feinen Prozesse haben langsam die älteren Osmond-Prozesse übernommen. Eisenproduktion konnte nun spezialisiert werden mit der Arbeit. Die Bearbeitung von Eis fand nicht mehr am gleichen Platz statt, wo es abgebaut wurde. Und stärkeres und reineres Eisen würde zur Entwicklung in vielen anderen Sektoren führen. Wir können auch eine Mühle jetzt bauen. Hey, ich spiel's auch nicht geschickt genug. Bin einfach zu ungeduldig wohl. Aber was mich auch ein bisschen getäuscht hat, unser Moralbalken war fast wieder voll, aber in der Schlacht ist er dann auf einmal halt gleich ein riesiges Stück niedriger. Oh, sie greifen wieder an. Aber diesmal haben wir Terrainvorteil. Moral am Anfang war wieder schlechter. Was? Nirunkutiden. Ne, Moesia ist ausgeschieden. Die haben sich ergeben. Ah, okay. Moesia hat Anatolien als souveränen Staat freigelassen, muss Reparationen zahlen und tritt aus dem Bündnis aus und muss zahlen, zahlen, zahlen. Okay, wie sieht das aus? Anatolien, ach, so ein kleiner Staat dazwischen jetzt. Das ist sogar doppelt ein Penalty. Ah, jetzt haben wir mal gut gewürfelt. Ich glaube, wir verlieren es knapp, aber... Puh. 20.000 Mann verloren wieder. Ja, durch Verschleiß verlieren sie aber. Ach, Hazar ist da. Hazar verliert 56.000. Die haben wahrscheinlich einen riesigen Death Deck hier rumlaufen. Ach, da ist er ja. 5%, das nehmen sie einfach so hin. Ah, super, da kommt... Unsere flüchten jetzt nach Wladimir und da kommt aber schon die große Makidenarmee, um nachzusetzen.
Jetzt rennen sie nach Novgorod wieder zurück. Oh, super. Manpower Recovery Speed könnte ich als Idee nehmen, aber das ist, ich glaube, die Tech Penalty ist schon auf 39%, aber ich glaube, ich versuche die richtige nächste Militärtechnik zu nehmen. Oder im Frieden, aber. Fali hat noch, ist noch eine Allianz mit Hazar eingegangen. Das ist ja. Ach, wie lustig. Die liegen sind auch auf Madagaskar. Man hat Hazar dann vielleicht mal genug von seinen jetzigen Verbündeten, das wäre ja schön. Naja, halt Nerenkutiden und Ubayyids haben sie, ach. Die verdienen wahrscheinlich immer noch die Mamaluken. Ja. Wie teuer wäre ein Frieden denn gerade? Erhebliche Gebietsverluste. Ach, Slavonien müsste ja auch Sachen abtreten. Oder? Nee. Doch, ja, Slavonien müsste auch was abtreten. Also schlimm sieht's gar nicht. Ach, dann verliere ich halt mein Schwarz, im Schwarzen Meer so viel. Hm. Ja, wahrscheinlich wollen sie auch noch Geld. Ah nee, kein Geld. Hm. Nehme ich das mal an, das macht ja keinen Spaß so. Ich hoffe, die übernehmen sich halt einfach irgendwann und so, hier haben wir noch Söldner, die lösen wir auf. Ich hätte Vortexes vielleicht nur nehmen sollen. Na ja, gut. Das war jetzt nicht schön. Aber ich habe jetzt Zeit gewonnen. Und genau, ich hatte erst kurz vor diesem Krieg halt Discontent expired. Ich hatte kurz vor diesem Krieg ja erst die nationale Idee genommen, dass ich 50% mehr Manpower habe. Und, wir können auch States machen jetzt, ja, weil ich so viel verloren habe. Karma, Potler, Sie werden gleichwertig.
Die 3 sogar mit Festung. Die 4 sogar mit Festung. Ja, ist nicht das Schlechteste. Sollte auch wieder gegen Korruption helfen. Wir haben wieder weniger Territorium. Das sind eigentlich 20 Regimenter, die müssen sie jetzt wieder auffüllen und das sind 30. Nee, sogar 40. Passen die überhaupt dahin? Nicht ganz. Muss ich sogar was von absplitten. Ja, die haben auch ein bisschen viel Kavallerie. So, ihr reitet mal darüber. Genau, hat jede 6 Kavallerie-Regimenter. Ja, wir sind rausgefallen aus den großen Great Powers. Ich noch einen guten Verbündeten. Also Valladoliden sind aber auch nicht so stark. Wenn der eine Hazar hat und der andere die Mameluken, also pff. Berater mir gar nicht mehr. Ich würde gerne noch die Punkte haben. Ah, da gibt es jährliches Prestige von dem Bisel Havu, geboren in Siraz. Den nehme ich mal, damit wir da wenigstens mal wieder ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Und hier sind wir natürlich weit offen jetzt gegen alle Angriffe. Ah, die verdienen haben Hazar den Krieg erklärt. Puh. Heißt das Mameluken gegen Hazar im Grunde? Ich überlege gerade hier ein Fort zu bauen. Ah, 170. Das ist so teuer. Ich hätte gehofft, wenn die zu stark wären, dann dass die mal gegeneinander antreten. Jetzt muss man mal gucken. Hazar. Fatliden, Mameluken und Alaska haben die als Gegner. Und Fadlin haben Hazar, Raschka, Uba, Yitzma, Fali und die Nirunkutin, die mit denen sie eigentlich verbündet waren als Gegner. Ah, ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Supply Limit gerade 41. Ich muss aufpassen, dass es im Winter nicht zu sehr fällt. Ich habe nicht darauf geachtet, welchen Monat ich zuerst geguckt hatte.
Unser Fokus auf Merkantilismus macht das Leben für Händler schwerer, die in fremden Plätzen handeln wollen. Unterstützen 10 Diplomatiepunkte opfern oder sagen, hö. Wie viel in 10 Tradepoint Novgorod sonst? Dann gebe ich die 10 Diplomatiepunkte ab. Das ist unser Haupthandelsknoten. Hasavi Militärzugang. Ja, prügelt mal eben was auf eure Freunde von eben ein. Ich glaube, jetzt konvertiere ich auch mal wieder was. Kolberg, Stolp. Kolberg weiß ich. Ah, hier sind Stolp und Kolberg. Oh, gleich entwickelt, gleiche Ware. Fangen wir mit Stolp an, das ist ein Tick näher an unserer Hauptstadt. Oh, bei der nächsten administrativen Technik gibt es auch mehr States. Oh. Sollen wir Schweden... Nee, das sind zu teuer schwedische Offiziere. Okay, und Sachsen ist auch noch in einem langen Krieg gegen die Jasariden. Dann könnte ich auch mal vielleicht wieder nach Institutionen gucken. Ja, da werden wir nachhelfen müssen. Danzig war schon relativ weit das letzte Mal. Die bräuchten auch noch 5 Jahre. Ich werde die nächste Militärtechnik noch nehmen und dann mal ein bisschen entwickeln mit Militärpunkten. Ah, oh, Diplomatie hänge ich ja hoffnungslos hinterher. Wieso ist es nicht viel billiger? Sind die Neuron Contiden noch in einem der Kriege? Ja. Oh ja, unser Manpower ist jetzt futsch. Sachsen wollen Militärzugang? Nein. Die sächsischen westindischen Inseln genommen. So. Estland ist im Krieg mit Schweden. Schweden möchte die estnische Häresie auslöschen. Okay, die kriegen wir nicht als Bündnispartner zurück. Ach, das stimmt. Makiden hatten ja auch noch einen Großteil von Frankreich. Ich gucke nach möglichen Verbündeten halt. Aber sind alle schwach oder halt
ja, zu weit weg. Jetzt mit ein paar Vakiden. Nee, also die eigene Stärke aufbauen ist wohl erstmal das Wichtigste. Ja, aber immerhin, also von den ganzen Gegnern, die waren, das sind zwei Erzfeinde dabei, also gegenseitige Erzfeinde. Ah ja, wir könnten Estland auch wieder eine Allianz anbieten, aber sie verlieren ihren Krieg gegen Schweden auch gerade. Sind also ein schwacher Partner. Moesia, das könnte knapp wieder ein Bündnis möglich sein, kurz bevor die anderen Waffenstillstände ablaufen, weil das ja schon vorzeitig ausgestiegen waren. Ach, guck mal, die haben Estland als Rivalen. Da muss ich mich im Zweifel eh entscheiden, okay. Ja, Estland hat nicht viel aufzubieten. Moesia ist ein bisschen stärker, okay. Hazar hasst uns gar nicht so sehr, nämlich Fatliden als Rivalen und die Pawakiden und die Mamaluken. Ich werde mal Beziehungen verbessern mit Hazar. Ich könnte es auch mit den Mamaluken verbessern. So, Manpower füllt sich wieder. Ja, jetzt von den Regimentern sind wieder aufgefüllt. Gut. Wie viel Darlehen haben wir? Nur eines, sehr schön. Zahlen wir das auch mal zurück. Ja, ich weiß, wenn man auf Twitch mal so einen Spieler wie Florivari sieht, der nimmt immer wie blöde Darlehen, aber ich glaube, der hat sehr, sehr viel Erfahrung, wie viel er nehmen kann, bevor ihm das die Wirtschaft abwirkt. Ich glaube, teilweise nimmt er die auch nur für Achievements, um die genau auf Kante gerade noch zu erreichen, bevor er den Bankrott anmelden muss. Also. Ah, Sachsen hat Frieden akzeptiert, den Jesariten. Oh, die haben ganz schön was an Sachsen abgegeben. Ich hoffe, damit ist Sachsen hat erstmal genügend aggressive Expansion, um uns keinen Ärger zu machen. Die Jesariten sind bankrott. Es wäre fast eine Überlegung, ob ich hier Warschau oder so haben möchte, aber aufgrund des ähnlichen Korruptionsproblems möchte ich eigentlich überhaupt nicht wachsen, gerade flächenmäßig. Ich meine, wenn das hier irgendwie was, ein Handelszentrum oder so, ja, das könnte man noch überlegen. Okay, Warschau hat besonders viel, was das angeht. Ja, so auch das Schlechtste. Ach, okay, die haben die richtige Religion in Warschau.
Ich habe gerade für Gegenspionage ein Diplom. Ich rufe dir mal zurück. Cornwall hat den Jazarin den Heiligen Krieg erklärt. Ja, kein Wunder. Ich werde mal anfangen, bei den Jazariten auch ein Netzwerk aufzubauen. Ich muss ja auch mal mir ein Stück vom Kuchen schnappen. Oh nein. Ein Komet wurde gesichtet. Egal, was wir anklicken, wir verlieren Instabilität. Na gut, wir haben Stabilität 0, das lasse ich erstmal so stehen. Ich warte jetzt aber noch bis zum 1. Januar, dann nehme ich die Militärtechnik. In Hoffnung, dass sie durch den Jahresprung noch ein bisschen günstiger wird. $930 kostet sie jetzt. Ja, jetzt kostet sie 936, ja, weil die Tech-Penalty gestiegen ist. Ja, es war früher irgendwie. Oh, wir sind unserer Zeit voraus mal. Das ist, glaube ich, auch gut gegen Korruption. Cornwall will Militärzugang, ja. Gustavsche Infanterie. Gustavus Adolphus, König von Schweden, hat Infanterieeinheiten weiterentwickelt, um deren Feuerkraft zu verbessern. Seine Infanterieformationen wurden schmaler und machten Rechtecke, um die Anzahl Musketen, die in jeder Salve schießen konnten, zu erhöhen. Angehängt an den kleine angehängte Artilleriestücke haben weiterhin die Feuerkraft der Infanterie verstärkt. Sächsische Infanterie gibt uns neue bessere Einheiten, mehr Militärtaktik. Ja, und besseres Fort könnten wir bauen. Dann werde ich diese Armee mal anfangen wieder zu vergrößern. Erstmal fangen wir an, ein Spionagenetzwerk bei den Jazarin zu bauen. Und dann gibt's wieder. Können wir wieder schwedische Offiziere anheuern, wenn uns das nicht zu teuer wäre. Schweden lieben jeden bald. Oh, und es gibt einen neuen Erben, Tugan 243. Ich glaube, sein Vorgänger, der ja leider beim Reit- oder Jagd- und vorms Leben gekommen ist, der war besser. Sachsen erhebt Anspruch auf Novgorod. Wir könnten wieder Ärger mit Sachsen kriegen. Ah, wir haben Stolp konvertiert. Kolberg nehme ich auch noch. Die sind gerade so günstig zu haben. Danach wird das wieder langwieriger. Wir sind keine Great Power mehr. Island ist im Frieden. Moesia ist im Frieden. Hazar würde tatsächlich jetzt eine Allianz annehmen. Wir verlieren den Krieg auch gerade. Was?
Spielen wir uns Österbotten verkaufen für 100 Dukaten? Ah, wo lag das nochmal? Das wusste ich schon mal. Das war ja... Ach da! Ah ja, das ist ja so eine einzelne schwedische Provinz. Falsche Region, falsche Kultur. Ah, hm. Oh, nicht schlecht. Feld 350. Ja, ich würde die mal annehmen, weil hier... Dann hat Schweden hier nichts mehr... Von dem aus, sie da Ansprüche haben könnten. Ich glaube, ich nehme mal hier diesen Berater, diplomatischen Ruf, dann kriege ich besseres Bündnis vielleicht. Sjutbjörn Insai aus Vilna. Gibt es Grenzkonflikt mit Slawonien? Wir verlieren etwas Prestige und geben einen Anspruch auf Tarnow auf. Das ist meine Lieblingsvariante. Wo liegt das denn? Ist egal. Salihin wollen Militärzugang. Ah, die prügeln sich mit Frankreich und den Sachsen. In ihren ganzen Kolonien. Schwappen hier. Entdeckung von Honduras zum Beispiel. Ist uns übergeschnappt. Wir können langsam nach Mittelamerika gucken. Oh, da gibt es noch mayanische Staaten. Die Chinesen haben Mexiko hier besiedelt. Okay, Mameluken kriegen wir auch nicht. Die haben zu viele diplomatische Beziehungen. Die mögen uns. Schade, dass sie gerade geschwächt werden. Also eine Armee haben sie aber noch. Ja, das Tempo mal wieder ein bisschen. Und die Armee hier werde ich vergrößern. Familienverbindung. In den letzten Tagen haben wir einen Gast vom königlichen Hof in Moesia unterhalten. Einst das Heim des Prinzen, Prinzkonsorten, also des Ehegatten unserer Königin.
einer vollen Woche des Jagens, der Festivitäten, des Schwätzens mit der Familie. Lutium Miesels Cousin ist wieder bereit, nach Tarnowo zurückzukehren. Achso, sie, Cousine ist es, okay. Sie versichert uns, dass sie eine wundervolle Zeit hat und verbeugt sich voller Dankbarkeit. Sie wird jedem zu Hause erzählen, wie freundlich das große König von Uko zu ihr war. Okay, Moise hat eine gute Meinung von uns. Ach, die Allianz können wir sowieso wieder nehmen. Wir haben eh eine Royal Marriage noch mit denen. Die dürfen noch 5 Jahre kein Bündnis mit uns eingehen. Ah, wir haben noch 10 Jahre, bis die verliehen uns wieder angreifen. Wir haben Equipment über. Ein Mann in einen Soldaten verwandeln ist teuer und zeitverschlingend. Eine der größten Kosten ist die notwendige Ausrüstung, die einen wehrlosen Mann in eine unbarmherzige Tötungsmaschine verwandelt. Zum Glück haben wir noch einen Haufen Ausrüstung herumliegen. Ist in schlechtem Zustand, wird nicht lange halten. Aber wir könnten jetzt Männer viel billiger in Uniform kriegen. Infanteriekosten minus sind 10% billiger. Encroachment von der Mobility. Die wollen Kontrolle über Vilon übernehmen. Sonst gibt es einen Aufstand. Na, das nehmen wir hin. Na, Slavonien will Anatolien den Krieg erklären. Ich glaube nicht, dass ich da was machen muss, wirklich. Ja, die haben 3000. Wenn ich meine Truppen mal wieder trainieren will. Ach so, ja, ich gönne mir mal was. Ich benutze das aus, um die Kriegssteuern zu erheben. Ich glaube, das rechnet sich. So, ich würde eigentlich dann auch mal 162 Punkte. Wie teuer ist denn hier entwickeln? 218. Ich glaube, in Danzig ist das noch billiger. Ja, der globale Handel, den haben sie dann eh. Den haben sie aber eh von selbst fast. Okay. Ja, da helfe ich lieber an Wladimir dann gleich nach, wenn ich ein paar Punkte mehr habe. Und ihre Kontinen haben ein bisschen Probleme hier mit Separatisten, sehr schön. Anatolien konvertiert zu Sunni. Kriegen 13 Dukaten ab. Ah. Gefallen haben wir gekriegt. Okay. Ich weiß nicht, ob das viel ist in diesem Spiel. In Stellaris kann man damit einiges anfangen, habe ich gerade gelernt. Ja, dann... Ah, was ist? Die Handwerker sind unzufrieden. Mist, wir verlieren Stabilität. Sollte ich es gleich wieder boosten? Ja.
denke schon. Oh. Können wir aber mal hier. Anspruch auf Warschau will ich haben. Ah ne, es muss 70 reichen. Okay, dann dauert das noch. Ah, Hazar ist nicht mehr im Krieg. Ah, da steht's auch. Wir haben zwei Provinzen an die Fadliden gegeben, müssen an die Fadliden zahlen. Etwas zahlen, aber nicht viel. Das sollte sie nicht so sehr schwächen, dass sie kein guter Verbündeter mehr werden. Dann hören wir auf, Beziehungen zu verbessern mit den Mamelucken. Ich fange mal an, ein Spionagenetzwerk, glaube ich, bei den Nerunkutiden aufzubauen, weil ich hoffe, die haben sich ein bisschen überfressen hier. Mit ihren Eroberungen und haben ein bisschen Probleme mit Rebellen. Ah, Royal Marriage mit den Hazar, okay. Sollten wir die Fadliden wieder realisieren, wenn das geht. Das würde uns Hazar halt enger an uns binden. Lade mir mal einen Punkt in die Entwicklung stecken. Mal gucken, wie sehr viel das hier bringt. Bei dem globalen Handel 64,17. Okay. 73,88. Novgorod ist schon angekommen. Ah, und verbreitet sich auf die Nachbarprovinzen. Sehr schön. Danzig hoffentlich auch. Na, gleich. Ah, das heißt gleich, übernächstes Jahr. Gut, wenn es in Danzig gekommen ist, macht es einen Sprung. Wladimir kriegen wir es, schieben wir es mit Gewalt rüber. Tour für Kind. Ah, unser Gatte hat viele Männer und Frauen im Hof beeindruckt mit seinem scharfen Verstand und Wissen über die natürliche Welt. Er war ein Sammler von über Botanik und Chemie. Ah, und er betreibt Konversation mit vielen der hellsten Verstände dieser Generation. Einer besucht gerade den Hof auf seinen Einlagen hin. Bis in die tiefen Stunden der Nacht diskutieren sie neue Theorien. Prinz Konsort Lithium Missel. Möchte das für den Wissenschaftler Angebot machen, er wäre ein besserer Berater als der Philosoph Bisel Havu, den wir gerade haben. Ah ja, der gibt uns Prestige, aber ist bei minus 10, das ist jetzt okay. Boah, Skill 3, das ist natürlich teuer. Produktionseffizienz plus 10%. Wie viel kosten die Dreier denn? Der kostet ja nur die Hälfte. Oh, 3,60, gibt 3 Punkte. Nehmen wir mal. Was? Der Bulgare ist aber in Wladimir geboren. Ah, 8 Dukaten kostet er aber. Ich dachte, der wäre billiger. Das ist zu teuer. Ah, nee, ich hatte auf den Zweier geguckt. Ach Gott.
Was ist hier denn? Yves Degon. Ja, mir gefällt Landforce Limit Modifier halt überhaupt nicht. Das bringt gar nichts. Überlegt, will ich den extra Punkt haben. Österbotten hat seinen Kern. Sehr schön. Der globale Handel kommt ja ins Land. So ist der Botten vielleicht billig zu konvertieren. Nee. Das spare ich mir jetzt mal hier. Oberlausitz, Potsdam werden die nächsten, die noch halbwegs schnell gehen. Na, sind wir so weit weg. Ah, auch wenn die. Wird lokale Unruhe, Abzüge lokalen Güter produziert und steuern. Aber sie haben eine hohe Autonomie sowieso. Ah, wir können mal Diplomatie aufholen. Ja, es wird nur teuer bei Jahreswechsel durch die Institution Tech Penalty. Die Galeone. Waffenstillstand mit Jaserin ist zu Ende, okay. Die Galeone wurde erschaffen. Vorne auf den Schiffen das Ding. Wurde abgesenkt, die Hülle verlängert, diese Änderungen im Design haben die Geschwindigkeit und Stabilität der Schiffe verbessert, was von lebenswichtiger Wichtigkeit für Galeon war, dass sie damit bessere Kanonenplattformen waren. Wir kriegen auch Colonial Range erhöht, das brauchen wir alles nicht. Wir haben ja keine Schiffe gerade. Ah, der nächste Sprung würde wieder Handelseffizienz bringen. Achso, hatte ich meinen Claim auf Warschau eigentlich gemacht. Ach nee, richtig, ich brauche 70. Das haben wir aber gleich. Also Spionagenetzwerk. Ja. Bietet mir hier nur auf bestimmte Provinzen einen Anspruch fabrizieren an. Erzeger. Ratibor. Das ist ja ekelhaft ein Border Gore, den wir da veranstalten könnten. Nämlich Ratibor. Radeko. Ach, das ist. Ja. Wenn ich einen Krieg erkläre, ich kann ja trotzdem Warschau nehmen. Oh, da gibt's auch Kohle. Ach, in Eger gibt's Gold. Interessant. Also Nero Kotin sind verbündet, Hazar und sind verbündet, Anatol, den Makin und Nisamin. Okay. Die Fadlin haben die Mameluken, Ajuran, Makiden auch. Aber Nisamiden sind dann eher auf unserer Seite. Nero Kotin sehen uns halt auch als Rivalen an. Das ist halt Pech. Haben wir den gleichen Verbündeten.
Und jetzt ist der Philosoph gestorben. Ja, alles zu teuer, was es da gerade gibt. Novgorod ist immer so ein bisschen gefährlich, die Sachsen. Ich überlege noch eine Festung zu bauen. Hier der Durchmarsch direkt bis zu meiner Hauptstadt, der gerade immer stattfindet, gefällt mir halt auch überhaupt nicht. Tambov liegt strategisch natürlich noch interessant. So, zu dicht, also. Oka würde hier diese Ebene so ein bisschen abdecken. Ich sollte eher die vorhandenen ausbauen. Ja, ich baue mal die Wladimir, glaube ich, zur Festung aus. Zur Bastion. Wir machen mal aus der Burg eine Bastion. Brauche ich ein paar Schiffe, um ein bisschen mehr respektiert zu werden, vielleicht wieder. Ein paar, ja, ich baue mal drei Galeeren. Damit wir überhaupt was in der Ostsee wieder schwimmen haben. Estland hat wieder Probleme mit Rebellen. Ja, ich glaube, ich mache Feierabend. Ach, oh, ja, ist auch schon ein bisschen lang. Ich kann noch Wladimir. Ja, ich kann wieder einen Punkt reinstecken. Beim Khmer gibt es Bürgerkriege weit, weit weg von uns. Makinen wollen einfach so Militärzugang von uns. Wie sind das jetzt? Sind das Freunde von Freunden? Nein, dann nicht. Das ist ein kompliziertes Bündnisgeflecht. Also wenn ich hier rumklicke, ich guck gerade, Fadliden haben als Rivalen die Nisamiden. Da denke ich mir, ah, vielleicht kann ich mit denen mich ja anfreunden. Guck auf die Nisamiden. Was haben die jetzt Verbündete? Arkins, Mombasa und die Nerunkutiden. Und die Nerunkutiden? Achso, die sind auch mit Hazar verbündet. Okay. Na gut, die Nisamiden sind hier unten. So stark sind die auch nicht. Ich verbessere trotzdem mal die Beziehung mit ihnen. Mach mal Feierabend. Also was... Ich habe es immerhin mal geschafft, mit Hazar mir einen stärkeren Verbündeten zuzulegen. Hazar, 120.000er Armee. Fadliden 79.000, aber genau, die Mamaluken, glaube ich, auf Seiten der Gegner sind dann das größte Problem. Also, die haben eine gute Meinung von uns.
Nützt uns ja nichts. Ja, die 130.000, also etwas stärker als Hazard, aber immerhin, wir würden... Ich hoffe, es reicht zur Abschreckung einfach, dass wir jetzt auch einen starken Verbündeten haben und ich würde die eigene Armee zahlenmäßig das nächste Mal ja noch so eine dritte Armee, dass wir selber mal über 100.000 kommen. Achso, und es gab, glaube ich, eine Mission, wenn ich 80.000 erreiche. Da fehlen nur noch 4.000. Assemble an Army. Ja. Den Manpower Recovery Speed für 25 Jahre zurück und jährlich Armeetradition. Ja, das mache ich beim nächsten Mal, aber das sollte ich auf jeden Fall dann machen. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.